Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zu Call of Duty. Und ich wollte ja ein bisschen in der Performance schrauben. Ich hoffe mal, das klappt, diese Folge. Wenn nicht, es tut mir leid. Ah, es klappt so halbwegs. Ach, sieh mal da. Hier drüben! Scheiße. Sie sind tot. Okay, okay. Ich sehe Ihre Sprengsätze. Wir können das noch durchziehen. Sir, wir sind kein Sprengteam. Sind wir nicht. Aber wenn wir auf ein anderes Sprengteam warten, geht dieser Werfer in Position. Ich hol die Ladungen. Gib mir Deckung. Bist du sicher, Will? Ja, ich schaff das. Okay. Mitchell, du gehst mit eins. Nimm diese Drohnenausrüstung. Wir decken dich. Legen wir los. Easy. Ich regel das. Als hätte ich in meinem Leben nichts anderes gemacht. Fuck. Ah, okay, es läuft wirklich schon besser. Okay, alles klar. Die sind weg. Da drüben auch noch einer. Oh. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Scheint aber auch kein Problem zu sein. Eieiei! Ist mal gut jetzt. Würde ich ja gerne. Das habe ich eigentlich aufgesammelt. Sieht aus wie ein Granatwerfer. Kann das? Der Werfer ist schwer gepanzert. Ihr müsst eine Zugangsluke finden und die Ladungen reinwerfen. Verstanden, oh, Sir? Ja, den will ich aber nicht. Mir nach. Okay, sorgen wir dafür, dass diese Männer nicht umsonst gestorben sind. Na dann, du gehst vor, ich folge unauffällig. Fuck. Wir versuchen die Mission selbst abzuschließen. Alles klar. Kann der mal bitte vorrennen? Die ganze Zeit auf einer Position zu stehen ist scheiße. Sonst muss ich nämlich... Oh, what the... Nice. Der Werfer ist schwer gepanzert. Das ging schnell. Ihr müsst eine Zugangsluke finden und die Ladungen reinwerfen. Verstanden, Sir. Mitchell, mir nach. Neuer Versuch. Ich werde doch gelacht, wenn ich bei diesen paar Feinden hier... Oh. Den Kopf einziehen würde. Bisschen mehr Deckung allerdings wäre nicht schlecht. Ach, fuck. Oh, das sind sie. Schön. Nach links und rechts lehnen gibt's nicht, deswegen, das wollte ich eigentlich gerade ausprobieren. Wow. Was sind das für Mörderviecher? Alter! Weiter Feuer, Mitchell! Wir haben es geschafft! Wie doch immer die jetzt dahin geflogen ist. Wir schaffen das! Nice! Puh, okay. Oh Gott, ich bleib erstmal in Deckung. Schön hier. Okay, alles klar. Ich würde dir gerne. Beweg dich halt mal ein bisschen. Ach du Scheiße. Okay. Ich glaube, es war die letzte Welle. Sollte funktioniert haben. Und es sollte ausreichen. Mitchell, hier rüber. Okay. Die Ladung. Nimm den Scheiß. Timer läuft jetzt. Ah!
Fuck! Scheiße! Mein Arm ist gebrochen! Tut scheiße weh! Los, zieh! Scheiße! Scher dich nicht um den Timer! Noch einmal! Zieh! Wir heben ab! Du musst weg! Los! Mitchell! Wir haben keine Zeit! Du musst sprengen! Jetzt! Ist okay. Seh dich auf der anderen Seite. Fuck. Mitchell! Mitchell! Spaceman! Badger 2 hat's erwischt, ich brauche einen Rettungstransport! Einen Moment. Schön durchhalten. Alles wird gut. Wir bringen dich heim. Wow. Alter. Heftig. Krass. Abgeschlossen, Induktion. Gibt's also immer so eine kleine Übersicht am Ende. Krasser Scheiß. Und wir können Verbesserungen kaufen? Oh, guck mal hier. Verdienen Sie Verbesserungspunkte mit 4 Herausforderungen. Abschüsse, Volltreffer, Granatenabschüsse und Geheimdaten. Geben Sie Ihre Verbesserungspunkte zwischen den Missionen für Ihren Exo aus. Das sieht mal einer an. Das sieht doch geil aus. Wir haben 2 Punkte. Wir können die Nachladegeschwindigkeit erhöhen. Da haben wir auch schnelles Zielen. Später. Rückstoß. Ist geil. Sprinten. Brauchen wir nicht. Granaten ist eh nicht mein Fall. Ich gehe mal auf die Nachladegeschwindigkeit. Das ist nämlich eine feine Sache. Und wir gehen dementsprechend auch direkt... Was ist denn die Batterie? Ah, okay. Und den Rückstoß hauen wir auch mal direkt ein bisschen weg. Alles klar. Und damit springen wir direkt in die nächste Mission. Tag heftiger Gefechte ist es den US Marines gelungen, die nordkoreanischen Streitkräfte aus Seoul zu vertreiben. Eine weitere Division eintreffen soll, besteht große Hoffnung, dass die Region bald wieder Frieden und Stabilität erfahren wird. Wieso wird einer verschont und der andere nicht? Bis heute weiß ich keine Antwort. Aber der Tod holt uns alle. Irgendwann. Wenn in 4 Stunden mehr als 6000 Männer sterben, ist ein Todesfall nur noch eine Nummer. Ich wusste nur, dass mein bester Freund fort war. Ein Teil von mir wünschte, es hätte mich getroffen. Die Toten haben ihre Schuld beglichen. Jetzt sind die Lebenden an der Reihe. Wir verabschieden uns von Private William Robert Irons. Es war meine Ehre, dass er unter meinem Kommando stand. Der Wert eines Lebens wird durch den Einfluss bestimmt, den es auf andere hatte. Daran gemessen war Private Irons einer unserer Besten. Er hinterlässt Familie, Freunde, Marines-Kollegen und eine dankbare Nation. Tut mir leid, Mitchell. Will war einer der Besten. Wir kümmern uns umeinander, wenn du was brauchst. Verzeihung, Private Mitchell. Jonathan Irons, Wills Vater. Mr. Irons,
Es tut mir sehr leid, Sir. Das glaube ich, Sergeant. Private Mitchell, Sie waren Wills bester Freund. Sie haben beide einen zu hohen Preis für Ihr Land gezahlt. Es war eine schreckliche Tragödie, Sir. Das war nicht nur schrecklich, Sergeant. Es war auch unnötig. Junge, ich biete Ihnen eine zweite Chance. Mr. Irons, Mitchell wurde entlassen mit seinen Verletzungen. Ich weiß von seinen Verletzungen, Sergeant. Bei Atlas haben wir Prothesen, die denen des Militärs 20 Jahre voraus sind. Will sagte mir, was für ein Soldat Sie sind. Sie sollten für ein Militär kämpfen, das ebenso effektiv wie Sie ist. Erwägen Sie es. Wills Tod sollte nicht umsonst sein. Sergeant? Die haben animierte Visitenkarten. Wie episch ist das denn? Okay, diesmal weiß jeder, was zu tun ist. In Position gehen. Ich komme über die animierte Visitenkarte noch nicht hinweg, aber okay. Alles klar. Schade. Auf der Terrasse. Korrigiere. Drei. Das ist korrekt. Okay, wenn ich leise. Du bist dran, Mitchell. Schalte sie aus. Wenn ich mich leise ranschleiche. Ja, was heißt leise ranschleichen? Fuck it. Warum so umständlich, hm? Hab noch einen. Das ist korrekt. Ich hatte auch noch einen. Okay, alles klar. Atlas 01, wir registrieren den Präsidenten. Medienraum Südflügel. Verstanden, Prophet. Wir sind drin. Mitchell, wirf eine Warngranate. Auf sie. Wie episch ist diese Warngranate, bitte? Ist der Hammer. Ah, schade, den größten Bildschirm der Welt kann ich anscheinend nicht kaputt schießen. Traurig. Was haben wir noch dabei? Ja, okay, noch ein Maschinengewehr. Wir machen das leise. Stummladung bereit machen. Stummladung? Was zur Hölle ist das? Wie geil ist das denn bitte? Mr. President, fetter Bildschirm. Rettungsteam. Können Sie sich authentifizieren? Zulu Tango. Okay, den Kopf unten halten und ganz nah bleiben. In Ordnung, Junge. Prophet, wir haben das Paket. Begeben uns zur Evakuierung. Verstanden, Atlas 01. Auf zur nördlichen Zugangsstraße. Verstanden. Registrieren Drohnen auf der hinteren Veranda. Lass sie vorbei. Okay. Hat funktioniert? Ich hoffe es. Oh oh. Okay, keiner da. Mehrere Feinde beim Pool. Ausschalten. Okay, sehr schön. Ah, nicht sehr schön. Ich hatte Hoffnung, sie kriegen es nicht mit. Und das alle? Ich hoff's. Sollten alle ge- Ah! Nicht alle. Okay, der ist tot. Wo seid ihr? Okay, ihr kommt nach. Folgen ist gut, ich bin vor euch. Patrouille nähert sich. Runter! Versteckt mich hier. Nicht angreifen. Einfach vorbeilassen. Schade eigentlich. Eins, zwei, oh ja, okay. Ist vermutlich die bessere Idee. Okay, weiter. Ja, die paar hätte ich auch ausgeschaltet. Oh, lass uns eine Partie Golf spielen. Jetzt, wo sie eh weg sind. Sind die gerade über den Golfplatz gefahren? Ihr Schweine. Wir nähern uns der nördlichen Zugangsstraße. Wie ist der Evakuierungsstatus? Transporter kommt schnell rein. Ankunft in einer Minute. Wir müssen uns eingraben, bis unser Fahrzeug da ist. Haltet sie auf!
Okay, bei Verwundung. Ich bin nicht verwundet. Noch geht's mir super. Atlas 01, Evakuierung ist gleich da. Los, los! Da ist unser Gefährt! Mitchell, bring den Präsidenten rein! Mach die Tür auf, verdammt! What? Schlampig, Mitchell. Du bist ein toter Mann. Zurücksetzen! Keine Entschuldigung für Ausrüstungsversagen. Die beste Waffe ist die zwischen deinen Ohren. Benutze sie. Geil, Alter. Das war sein Arm, Sir. Ich wusste, es ist zu früh. Dieser Arm ist mir mehr wert als die gesamte Anlage. Wie geht's meinem Jungen? Wir arbeiten noch daran. Dann arbeitet weiter. Er ist ein toller Soldat. Wahrlich ein trauriger Tag, wenn das Militär keine Verwendung für gute Männer wie dich hat. Spring rein. Machen wir eine Tour. Wie geil ist das denn? Das ist alles nur simuliert. Hammer. Joker, wir bringen Mitchell zur Forschung. Bereitet die Simulation für einen weiteren Durchlauf vor. Okay, Boss. Du siehst hier fortschrittliche Kriegsführung. Atlas hat das größte stehende Militär der Welt. Aber wir unterstehen keinem Land. Im Gegensatz zur Regierung zeigen wir offen, wozu wir fähig sind. Wir verkaufen keine Politik, sondern Macht. Wir sind eine käufliche Supermacht. Man sieht's. Alter. Macht bedeutet nicht nur die Fähigkeit zu zerstören. Atlas hat Infrastruktur an Orten gebaut wie Korea, Sierra Leone und Nigeria. Wir schaffen in ein paar Jahren, wozu Regierungen Jahrzehnte brauchen. In Wahrheit sind wir oft effektiver als die Regierungen, die uns beauftragen. Wie mein Sohn auf schmerzliche Art erfahren hat. Ist das cool? Mitchell, ich weiß, du machst das nicht für Geld. Daran erinnerst du mich sehr an Will. Jetzt reparieren wir den Arm. Danke. Ausgezeichnete Idee. Also gut, hier drüben. Freunde, ich werde jetzt hier mal einen Cut machen. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne mal einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann bei Folge 3 morgen wieder. Macht's gut. Tschüss.